Also wir haben in Europa und weltweit ein Problem. Es ist ein ganz dramatischer Rückgang der Artenvielfalt. Und die wissenschaftliche Erkenntnis geht dahin, dass wir diesen Artenschwund nur dadurch bekämpfen können, dass jeder Landnutzer seinen Beitrag leistet. Also jeder von uns im Kleinen, in seinem Garten, aber auch natürlich Landnutzer wie die Golfverbände. Und aus der Erkenntnis, dass wir fragen müssen, analog einem Wort von Kennedy, frag nicht den Staat, was er für dich tun kann, sondern frag dich selbst, was du für den Staat tun kannst. So müssen wir uns auch fragen, frag nicht den Staat, was er für die Umwelt tun kann, sondern frag dich selbst, was du für den Naturschutz tun kannst. Und deswegen haben wir uns dem Freistaat Bayern angedient, im Rahmen seines Programms zur Erhaltung der Artenvielfalt unsere Golfplätze einzubringen und da mitzuwirken, um eben einen Beitrag zur Bekämpfung des Artenschwundes zu leisten. Das Volksbegehren möchte mehr Biodiversität in Bayern. Wir gründen heute die Blühpakt-Allianz für Bayern. Unser erster Partner, der Golfverband in Bayern. Wir haben in Bayern über 200 Golfplätze mit 10.000 Hektar Fläche. Und wir konnten es schaffen, den Golfverband dafür gewinnen, dass sich die Golfanlagen dazu committen, verständigen, dass sie in einem 8-Punkte-Plan für Biodiversität, für Nachhaltigkeit, für Artenschutz und Artenvielfalt mehr an Grün und Fläche zur Verfügung stellen und damit in dieser Allianz wir ganz klar zeigen, dass wir blühende Wälder, blühende Inseln und mit diesen großen Flächen, die die Golfanlagen zur Verfügung stellen, auch einen Zusammenschluss hinbekommen, damit wir dieses mehr an Grün, mehr an Artenschutz, mehr an Biodiversität in gemeinsamen Schulterschluss hinbekommen. Ich bin froh, diese Auszeichnung heute mit dem Golfverband unterzeichnen zu können und damit auch eine neue Richtungsweisung im Sportbereich zu finden, auch hier Naturschutz, Artenschutz und Artenvielfalt und den Sport miteinander zu verbinden.